Torgal, was ist? Bestimmt nichts Gutes. Komm. Was geht hier vor? Kaiserliche! Das werdet ihr bereuen! Hey! Da sind noch welche! Was macht ihr hier? Ihr kennt die Befehle! Keine Überlebenden! Wer würde so etwas befehlen? Das war's! Du kannst uns entkommen, was, Träger? Du wurdest als Sklave geboren und so stirbst du auch. Tötet alle herzoglichen Hunde! Hunde? Das waren unschuldige Menschen! Gib mir Feuer! Hier drüben! Zeig's ihnen, Großer! Sie sollen brennen! Die Träger und alle, die sie verstecken! Auf Befehl der Kaiserin! Yeah!
Verzeiht mir, Lady Hannah. Das habt ihr nicht verdient. Keiner dieser Menschen hier. Was hast du getan, Mutter? Wir sind zu spät! Gav! Clive! Also hat das die Herzogin verbrochen, ja? Hier in Eastpool wurden Träger versteckt. Wir dachten, sie wären sicher, aber man muss sie verraten haben. Wenn wir sie früher zu uns geholt hätten, wäre das alles nicht passiert. Verdammt! Mutter hat Träger schon immer verabscheut. Weil Vater sie aufnahm, obwohl sie anderswo Sklaven waren. Weil eine Laune des Schicksals ihnen ihre Kräfte gab. Und deshalb dieses Blutbad? Sie wollten nur frei sein! Ein Wunsch, den diese Welt mit dem Tod bestraft. Doch wir werden das ändern. Gav, wir wollen helfen. Dachte, ihr hättet noch was anderes zu tun. Ja, aber das kann warten. Wenn das so ist, sagt ihr beide Sid das am besten persönlich. Er würde sich sicher freuen. In Ordnung. Und zwar schnell. Ich habe gehört, er plant schon wieder einen Ausflug. Was ist mit den Toten? Hey! Kann ich euch die Dorfbewohner anvertrauen? Natürlich. Wir werden sie beisetzen. Danke. Euch allen. Dann gehen wir. Ihr Ratten, wo ist euer Nest? Lord Kupka hat eine wichtige Nachricht und ich will sicher gehen, dass sie euch erreicht. Zu Sid. Wir haben viel zu besprechen. Otto war vorhin ziemlich... Sogar einen Mogri gibt es hier. Wer hätte gedacht, dass ich hier einen zu Gesicht bekommen würde? In den Büchern, die mein Vater mir als Kind gegeben hatte, stand, dass Mogris tief in den Wäldern... Nektar heißt du also... Ich bin Clive. Scheint so. Das klingt in der Tat ziemlich frustrierend. Ist ja vielseitiger als gedacht. Clive, richtig?
Eine kurze Verschnaufpause muss auch mal sein. Entweder wir verschließen weiter unsere Augen, oder wir gehen durch diese Tür. Hier wird es aber auch jeden Tag voller. Ich sag mir, der Trubel ist gut so. Wenn ich tot bin, werde ich so viel Ruhe haben, wie ich will. Und? Gefunden, wonach du gesucht hast? Ich weiß noch immer nicht, ob es ein Segen, Fluch oder vielleicht auch etwas ganz anderes ist. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. Ich bin ein Dominus, Ifrit. Und daran kann ich nichts ändern. Diese Bürde werde ich bis an mein Ende tragen. Wahre Worte. Vergebung und auch Erlösung beginnen bei uns selbst. Da müssen wir alle durch, ungeachtet unserer Vergangenheit. Sid, du hast einmal von der Wahl gesprochen, so zu sterben, wie wir es möchten. Richtig. Ich habe nachgedacht und warum sollte nicht auch das Leben zur Wahl stehen dürfen? 13 Jahre wollte ich nur Rache üben. Ich war so besessen davon, dass ich das Leben um mich herum gar nicht gesehen habe. Vielleicht, weil es so selten lebenswert ist. Seien es Träger oder Bettler, sie verbringen ihr gesamtes Dasein, ohne zu wissen, dass auch sie eine Wahl verdienen. Ich darf nicht länger die Augen vor ihrem Leid verschließen. Ist das deine Buße? Es ist unsere Antwort. Unsere Entscheidung. Ich werde euch beiden einiges abverlangen. Das wissen wir. Sehr gut. Mit einer kleinen Prise Feuer und Eis könnte mein Plan funktionieren. Was hast du denn bitte jetzt schon wieder ausgeheckt? Ein Geniestreich. Wir schleichen uns in die kaiserliche Hauptstadt. Ein kleiner Besuch bei Mutter. Nun hat die Fäule auch die letzten unserer Höfe in den Ostprovinzen verschluckt. Vor dem Winter werden wir die Kornspeicher der Hauptstadt nicht mehr füllen können. Wenn es sie dann überhaupt noch gibt, die Plage ist bereits in greifbarer Nähe. Und ihr verliert euch in Jammer und Zank. Heiligkeit? Benötigt das Kaiserreich fruchtbares Land? Sehet doch nach Süden. Ihr meint die Besitztümer des Kristalldominiums? Das Abkommen bindet unsere Hände. Wir haben geschworen, die Grenzen ihres Staates zu respektieren. Kardinal, schworen wir auch tatenlos zu hungern? Was ich damit sagen wollte, das ist aber... Keine Situation. Die Tore von Oriflam ächzen ob der Flut derer, die vor der Fäule fliehen. Ohne genug Brot für die Mäuler innerhalb der Stadt, was bleibt da für jene außerhalb? Doch anstatt, dass ihr euch Fragen wie diesen stellt,
kreuzt ihr lieber die Schwerter mit den Valutern und schickt unsere Soldaten zu Tausenden in den Tod. Unser Reich blutet, während hier bei einem müßigen Teekränzchen geschwätzt wird. Und ihr schimpft euch die fünf Weisen. Sanbrek ist nichts ohne seine Bürger. Wir haben ihnen zu dienen. Wenn ihr Land zugrunde gerichtet wird, ist es unsere Pflicht, Neues zu erschließen. Eure Heiligkeit, meint ihr einen Eroberungsfeldzug? Genau das ist meine Absicht. Es ist Zeit zu expandieren, nicht zu plaudern. Dies ist der Wille Quigos. Man wird sich empören. Wir müssen einen Weg finden, das Volk zu beschwichtigen. Woher nehmen wir das Geld? Allein die Armee, wer bezahlt das alles? Jemand wird die Dalmeker in Schach halten müssen. Ich halte euch nicht auf. Wir haben alle viel zu tun. Wo ist mein Sohn? Prinz Dion ist an der Straße von Ota stationiert. Wenn ihr wünscht, kann ich seine unverzügliche Rückkehr in die Hauptstadt veranlassen. Das wird nicht nötig sein, doch weist ihn an, sich vorerst zu schonen. Bahamuts Kräfte werden bald wieder gebraucht. Wie ihr befehlt. Sein. Du willst uns sagen, dass die Mutterkristalle der Grund für die Fäule sind? Bist du verrückt? Du bist nicht der Erste, der fragt, aber nein, bin ich nicht. Wir haben es alle selbst gesehen. Einöden, wo einst grüne Wiesen waren. Land so tot ohne Äther, dass nicht mal die Ratten geblieben sind. Aber wo ist all der Äther? Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Antwort direkt vor mir stand. Dort, in denselben Kristallen, deren scheinbaren Segen wir so schätzen. Na gut, hör zu. Dieser Kristall. Wie wirken wir damit überhaupt Magie? Antwort: indem wir der Luft Äther entziehen. Und wo kommt dieser Kristall her? Ist doch klar. Der kommt von einem Mutterkristall. Ganz genau, Gav. Nur passt dieser Kleine hier eben besser in die Tasche. Aber die Mutterkristalle sind gewaltig. Einige so groß wie Berge. Darin liegt das Problem. Überleg doch nur, wie viel Äther etwas von der Größe sammeln kann. Wo der dann aber hinfließt? Tja... Ich kann nicht alles wissen, oder? Man sagt, die Mutterkristalle seien heilig. Ihr Äther ein Geschenk des Himmels. Jahrhunderte haben sich die Länder im Kampf darum gegenseitig zerfleischt. Kann es wirklich sein, dass das niemand erkannt hat? Naja, wer weiß. Vielleicht wurde es vertuscht. Vertuscht von wem, denkst du? Obrigkeit, den Göttern selbst? Du willst jetzt also etwas dagegen tun. Das heißt, wir helfen Trägern und Domini nicht mehr? So meine ich das nicht. Meine Versprechen halte ich immer. Aber wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist das Schicksal dieser Welt besiegelt. Und wir können ja schlecht unsere Leute befreien, wenn sie alle tot im schwarzen Dreck liegen. Das wäre wohl auch keine Welt, in der wir selbst bestimmt leben, oder? Da
dann wäre alles umsonst gewesen. Tja, sieht aus, als müsste die alte Ordnung erst unters Messer, um eine neue aufzubauen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Wir sollten dir wohl langsam auch etwas Vertrauen schenken. Ein Ja hätte es auch getan. Aber trotzdem schön, euch dabei zu haben. Dafür brauche ich wohl etwas mehr als ein paar Tränke. Wir haben hier genug Arbeit für hunderte paar Hände. Und kaum genügend Leute, um das alles zu bewältigen. Ein Glück, dass wir dich und Jill haben. Eine kurze Verschnaufpause muss auch mal sein. Otto war vorhin ziemlich laut. Live, richtig? Ah, Clive. Hast du dich gut eingelebt? Ich gewöhne mich langsam dran. Das freut mich zu hören. Ich hatte gehofft, dich dazu überreden zu können, mir wieder behilflich zu sein. Natürlich wirst du für deine Arbeit belohnt. Ist dir wohl üblich, wie ich bemerkt habe. Wir wollen besser sein als die, denen wir dienten. Nun, zur eigentlichen Aufgabe. Ich brauche ein paar helfende Hände, um einigen Gefährten ihre wohlverdiente Mahlzeit zu bringen. 3 Mahlzeiten für 3 emsige Gesellen, was sagst du? Ich helfe gern. Wunderbar. Die 3 tummeln sich hier im Versteck und haben sicherlich schon sehr großen Hunger. Du findest einen beim Eingang, einen im Quartier und der 3. bewacht den Kerker. Danke nochmals, Clive. Wenn du helfen willst, womit kann ich, alter Mann, euch dienlich sein? Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Die Lektüre dieses neuen Textabschnitts lege ich euch sehr ans Herz. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Er ist sonst nie so spät. Wo bist du, Randall? Ist alles in Ordnung? Entschuldige bitte. Ich war ganz in Gedanken. Es geht um meinen Freund, weißt du? Er ist unterwegs und sollte längst zurück sein. Ein Träger ganz allein ohne Begleitung. Warum hat er das Versteck verlassen? Arbeit. Wir brauchen die Gill, auch wenn es gefährlich ist. Das Versteck kann nicht nur von Luft und Liebe leben. Karen tut zwar, was sie kann, aber das allein reicht nicht. Ah! Du warst Soldat, nicht wahr? Bei den Kaiserlichen? Das stimmt. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich bin zu alt, um draußen herumzuirren. Würdest du ihn für mich suchen? Überlass das mir. Oh, danke. Was weißt du noch über deinen Freund? Sein Name ist Randall. Und du wirst ihn wohl in Kielbrück finden.
Er arbeitet für Quinten, den Schankwirt. Der wird bestimmt mehr wissen. Ich rede mit ihm. Pass auf dich auf, mein Freund. Nochmals danke. Das duftet aber lecker. Ist das für mich? Ist es. Grüße aus der Küche. Oh, vielen Dank. Diese Vögel sind sehr bedürftig. Sie nehmen es mir übel, wenn ich mich zum Chocomoppel verdrücke. Du musst viel zu tun haben. Ach, ich habe nie meine Ruhe. Ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich hier esse, so wie ich nach Stall stinke. Da vergeht noch allen der Appetit. Und für meine Lieblinge hier ist mir selbst die Zeit zum Waschen und Anziehen zu schade. Also, danke fürs Essen und richte Kenneth meine Grüße aus. Alles weg! Du hast deinen Brief verloren? Ich hoffe, er war nicht wichtig. Nicht nur einen Brief, sondern alles! Meine Tasche hat ein riesiges Loch und ich, Trottel, habe es nicht bemerkt. Fehler können jedem mal passieren. Das ist mehr als nur ein Fehler. Ich bin ein Kurier. Wenn ich es nicht schaffe, Sachen von A nach B zu bringen, zu was bin ich dann gut? Zu gar nichts bin ich gut. Ich hab's verbockt. Wegen mir gibt's keine Kräuter für die Krankenstube, kein Fleisch für die Küche, keinen Nachschub für niemanden. Aber das Schlimmste an der Sache ist der Brief. Der war nämlich für Sid bestimmt. Er wartet schon tagelang darauf. Hast du schon den Weg abgesucht? Wenn ich könnte, würde ich ganz Sturm auf den Kopf stellen. Aber die Fluchbrecher da draußen warten alle schon dringend auf meine nächste Lieferung. Nein, nein. Ich werde Otto und Sid die Sache beichten müssen. Na schön. Ich gehe die Sachen für dich suchen. Meinst du das ernst? Oh, vielen Dank. Die Vorräte waren schließlich fürs Versteck. Sag schon, wo soll ich suchen? Vielleicht bei Gultans Hof. Ich hatte es eilig und bin dort durch die Rebstöcke gestolpert. Kann gut sein, dass ich mir meine Tasche dabei aufgerissen habe. Wenn du die Sachen findest, tust du den Menschen hier einen großen Gefallen. Und wenn du Sids Brief findest, rettest du mir den Hals? Ich werde ihn schon finden. Ach, das wäre großartig. Jetzt muss ich aber schnell los. Die Fluchbrecher zählen auf mich. Zu Gultans Hof findest du sicher alleine, oder? Und bitte, beeil dich. Sid ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Nein, ganz sicher nicht. Draußen wird der Brief nicht unbeschadet bleiben. Ich sollte so bald wie möglich... Kann ich dir helfen? Kenneth schickt mich. Ah, wunderbar. Hast du gehört? Unser Essen ist hier. Hast du immer noch keinen Appetit? Ist er krank? Ich fürchte ja. Diejenigen, die nicht mehr die volle Aufmerksamkeit eines Heilers benötigen, können sich hier ausruhen. Ich betreue die, die sich nicht selbst versorgen können, wodurch mir wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Aber zum Glück kann ich mich auf Kenneth verlassen. Ohne die Hilfe von guten Menschen wie ihm und dir wäre ich verloren. Dankeschön. Komm, du musst essen. Gesund zu werden. Sollte wohl eine Art Botschaft sein. So schnell zurück? Lust auf ein weiteres Nickerchen da drin? Kenneth schickt mich. Er meinte, du hast Hunger.
Gutes Gespür. Mein Magen knurrt so laut, da würden selbst Curls Reis ausnehmen. Der Dienst hier unten ist sicher nicht einfach. Nein, aber manche Leute müssen eingesperrt werden und jemand muss auf sie aufpassen. Dank mir können andere ruhig schlafen und darauf bin ich ziemlich stolz. Bleib in Zukunft auf der richtigen Seite der Gitterstäbe, hörst du? Das sollten alle sein. Zurück zu Kenneth. Kann ich vielleicht bei irgendwas helfen? Du könnt... Ah, da bist du ja. Hier. Deine Be... Es ist wirklich besonders hier. Jeder hat seinen Platz. Darauf sind wir stolz. Natürlich hast auch... Danke für... Nichts zu... Na, in welche gottverlassene Ecke dieser Welt will Sid dich als nächstes schleppen? Oriflam. In die Hauptstadt? Was habt ausgerechnet ihr in... Nein, sag lieber nichts, ich halte mich da raus. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du machst mich noch arm, mein Junge. Hast du noch irgendwas? Das bekomme ich schon an den Mann. Hast du noch irgendwas? So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Das bekomme ich schon an den Mann. Oriflamme also. Die Handelsrouten von dort in Richtung Süden sind wohl doppelt so viel befahren wie sonst. Ich fürchte, da braut sich was zusammen. Etwas Dunkleres als Tarjas Keilergallentee. Ach, sprich am besten einfach mal mit Otto. Mach ich. Kann ich vielleicht bei irgendwas helfen? Du könntest... Also zieht ihr das wirklich durch? Vom Zerstören der Mutterkristalle redet Sid schon, seit ich ihn kenne. Aber das ist halt nur Gerede, dachte ich. Er ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Wir brechen bald in die Hauptstadt auf. Wenigstens ist der Augenblick günstig. Der neueste Zusammenstoß mit den Valutern war wohl nicht genug, um den alten Silver auszubremsen. Seine Truppen sind wieder ausgerückt. Diesmal nach Süden. Ein neuer Krieg. Die große Gwigor verlangt es halt. Blutdurstige Furie, sag ich dir. Wie alle Götter eben. Doch euch könnte die Situation zugutekommen. Kriege bringen Chaos. An vorderster Front wieder heim. Mit etwas Rückenwind könnten ein paar geschickte Saboteure vollkommen unbemerkt in Oriflams Gassen agieren. Keine Frage. Die Frage ist nur, ob sie überhaupt reinkommen. Der Grenzposten. Ganz genau. Um nach Oriflam rein oder wieder rauszukommen, müsst ihr durch Nordstedt. Aber zum Glück weiß ich, was ihr dazu braucht. Das? Ach Quatsch, nicht das! Das ist nur ein Zeichen für Madame.
Und Madame kann euch sicher durch Nordstedt bringen. Ich schicke ihr einen Stolas, dann weiß sie Bescheid. Wir kennen uns ewig, sie ist auf unserer Seite. Bestimmt kommt ihr blendend miteinander klar. Das hoffe ich, aber wer ist diese Madame und wo finden wir sie? Sie ist die stolze Besitzerin des verruchtesten Hauses in Nordstedt. Dem Schleier. Bezaubernde Frau, wenn du mich fragst. Bezaubernd. Aha. Heb dir diesen Charme besser für Madame auf. Ich erwarte, dass du keine Details auslässt, wenn du wieder zurück bist. Ich habe alles. Mal sehen, wo Gav ist. Schnell, schnell, schnell! Bloß nicht trödeln! Folge nur Befehlen. Witzig, dachte, du wärst anders drauf. Tja, du färbst halt auf mich ab, Gav. Hä? Ein schöner Tag für etwas Unfug, meint ihr nicht? Gehen wir zu viert? Gav wird zu Hause bleiben. Also nur wir drei? Drachenkopf ist das Herzstück von Sanbrek. In Oriflam herrscht Chaos, aber mit einer Armee können wir doch trotzdem nicht anrücken. Je weniger wir sind, desto weniger fallen wir auf. Und falls es doch schief geht, dann haben wir noch unsere Esper. Sid, es tut mir leid. Ich fürchte, Ifrit kommt und geht, wann er will. In der Regel sollte dir das Erwecken keine Schwierigkeiten machen. Jedoch wäre das nicht die erste Abweichung. Ach, wenigstens hat er noch den Segen des Phönix, oder? Und die Macht, die er Garuda abgezwackt hat. Oh, und hab ich dir erzählt, er war einst der stärkste Schild in Rosaria. Weißt du, zur Not kann er sich bestimmt auch allein aus der Hauptstadt herauskämpfen. Lassen wir es nicht drauf ankommen. Getrennt werden wir weniger Aufmerksamkeit erregen. Wir treffen uns in Nordstedt in ein paar Tagen. Benehmt euch, ja? Also, wir treffen uns in Nordstedt. Hoffentlich dauert es nicht so lange, diese Madame zu finden. Aber woher wusste der Krämer das? Wenn das nicht Sids junger Schützling ist. Was verschafft mir denn die Ehre? Ich suche einen Träger namens Randall. Man sagte mir, er arbeitet für dich. Er hätte vor einer ganzen Weile zurück sein sollen. Sein Freund hat mich um Hilfe gebeten. Randall, sagst du? Der Gehilfe? Oh ja, ich kenne ihn. Heute hat er gut zu tun, da wundert es mich nicht, dass er spät dran ist. Wenn ich es allerdings recht bedenke, sollte er doch langsam zurück sein. Ich gehe ihn suchen. Wo ist er denn hin? Er sollte einen meiner Männer südlich von hier treffen, auf Lobert's Forstweg.
Ich hoffe doch, es ist ihm nichts passiert. Gib mir sofort Bescheid, Clive. Kann ich noch einen Schluck haben? Dann bleib ich lustig. Wie viele hatte ich? Nein, nein, sag's mir nicht. Viel haben wir nicht, aber sieh ruhig selbst. Tag. Ist jetzt sicher, nach Nordstedt zu reiten? In Nordstedt habe ich schon gehört. Aber das war nördlich vom Grenzposten. Was ist noch gleich in den Pastillen? Das Antilopenfleisch sieht auch gut aus. Die bringen jeden zum Staunen. Wir haben Rotwein. Wir haben das Recht, alle verbotenen Gegenstände zu... Keinen Schritt weiter, Träger. Oder du landest in einer Zelle. Kaufst du was? Habt ihr einen Moment?
Einen Moment? Glaubst du, dass du dir so viel Zeit mit mir leisten kannst? Träger? Mein Fehler. Nein, meiner. Wenn ich es mir recht überlege, riechst du nicht wie ein Träger. Dieser Duft. Otto wusste schon immer, wie man mich verwöhnt. Ganz im Gegensatz zu Sid. Denkst du, du kannst mich verwöhnen, Clive? Ihr seid Madame. Überlassen wir solch unpersönliche Anredeformen meinen gewöhnlichen Kunden. Für dich bin ich Isabel. Otto hat mir versichert, ich kann dir vertrauen. Das kann ich doch, oder? Natürlich könnt ihr das, aber warum solltet ihr... Dir helfen? Weil wir das nun mal tun. Vor langer Zeit war Sid der Einzige, der mir eine rettende Hand reichte. Das habe ich niemals vergessen. Ohne ihn wäre ich heute nicht, wer ich bin. Daher sehe ich zu, ebenfalls zu helfen, wenn ich es kann. Und so sind wir zwei hier. An der letzten großen Hürde. Zwischen dir und dem, was auch immer du in der Hauptstadt suchen magst. Ich bezweifle stark, dass ein Träger unversehrt an den Grenzwachen vorbeikommt. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, er ist in Begleitung seiner Besitzerin. Ja, so wird es bestimmt gehen. Doch im Gegenzug will ich auch etwas von dir. Halt, was? Frischer wird das Obst nicht mehr. Moment, was habt ihr vor? Na, na, na. Wir wollen doch nicht, dass jemand sieht, wie mein Eigentum rebelliert, oder? Dieses Brandmal macht mich zu niemandes Eigentum. Auch wenn ich es nicht verstecken kann. Bisher hat dieses Brandmal nichts getan, als dich auszubeuten. Doch heute gibt es dir zum ersten Mal etwas, das du willst. Spiel einfach mit. Madame, schon zurück zum Schleier? Aber natürlich. Schließlich muss ich mich auf deinen Besuch vorbereiten. Und wer ist das da? Meine neue Leibwache. Bei all den Valutern ist das Reisen für eine Frau viel zu gefährlich. Beneidenswerter Kerl. Du weißt ja, wo du deinen Neid befriedigen kannst. Wir sehen uns des Nachts. Halt! Stehen bleiben! Bist also ein dreckiger Träger. Hast Glück, dass du Madame gehörst. Geh mir aus den Augen, du Hund. Das lief doch gar nicht so schlecht. Findet ihr, ja? Und wenn die mich erkannt hätten? Haben sie aber nicht. Und selbst wenn doch, hätten sie nichts unternommen.
Die Männer vom Grenzposten zählen zu meinen besten Stammkunden. Wir haben eine Übereinkunft. Genau wie du und ich. Also, folge mir jetzt bitte. Wir reden im Schleier weiter. Sieht nicht so aus, als hätte ich eine andere Wahl. Und wenn jemand nach ihren Diensten verlangt, sagst du, dass sie erkältet ist. Madame, ihr seht prächtig aus. Danke, du auch, Liebes. Sollen wir euch ein Bad einlassen, Madame? Das wird nicht nötig sein. Clive, mein Liebster. Willkommen im Schleier. Dank euch konnte ich passieren, Milady. Ich stehe in eurer Schuld. Das war ja auch Sinn der Sache, oder nicht? Und für dich bin ich Isabel. Was hat dich nur so verklemmt werden lassen? Mit Sicherheit nicht Sitzeinfluss. Und im Gegenzug? Was soll ich für euch tun? Ich will die anderen nicht warten lassen. Sid und das Mädchen sind noch nicht hier. Meine Leute bringen sie getrennt hierher. Otto hat mich gebeten, ihnen auch zu helfen. Doch zurück zu deiner Frage. Du sollst jemanden für mich finden. Eins meiner Mädchen. Tadjen wird seit mehreren Tagen vermisst. Sie hat keine Nachricht hinterlassen. Und ich fürchte um ihr Wohl. Ich suche bereits mein ganzes Leben nach Menschen. Bisher nicht gerade erfolgreich. Ich verlasse mich auf dich. Ach, und nimm das. Ein Zeichen meines Vertrauens. Ich hoffe, das wird reichen, um allzu neugierige Blicke von deinen rosigen Wangen abzulenken. So, ich habe nun etwas im eisernen Fass zu erledigen. Wenn du Neuigkeiten hast, findest du mich dort. Am besten höre ich mich hier zuerst um.